Moin, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Julian und möchte euch heute die Fahrradbrille The Hawk von Naked Optics vorstellen. Wenn ihr noch mehr Testberichte, Tipps und Tricks rund um das Thema Fahrrad sehen wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. Bevor ich euch ein bisschen mehr zu der Brille erzähle, schauen wir erstmal, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Neben dem Fahrradbrillen-Etui gibt es ein paar Sticker, die dazukommen, eine Trageschlaufe, die Bedienungsanleitung, ein kleines Säckchen, wo man die Fahrradbrille reinpacken kann, die Fahrradbrille selber und ein extra Schutzglas. Hier könnt ihr nochmal den Lieferumfang im Überblick sehen. Wenn ihr nur die Brille kauft, zahlt ihr ca. 80 Euro. Ich muss dazu sagen, ich habe mich für ein extra Schutzglas entschieden und habe dann mit dem zusätzlich 105 Euro gezahlt. Hier könnt ihr die Brille nochmal von Namen sehen. Der Rahmen ist pink mit schwarzen Punkten. Was interessant ist, dass Naked auf ihrer Seite schreibt, dass die Brille manuell eingefärbt ist, wodurch ich mir nicht sicher bin, ob jede Brille dann genau gleich aussieht. Aber sie wirkt auf jeden Fall stabil. Und der Rahmen ist aus 50% nachhaltigem Kunststoff hergestellt. Was bei der Brille auch optimal ist, dass sie zur Seite hin abschließt. Was gut ist, wenn die Sonne zum Beispiel von der Seite einstrahlt oder von hinten, man halt auch da geschützt ist und auch der Wind nicht durchkommt und die Augen irgendwie irritiert. Das Glas der Brille wird in die Kategorie 3 eingeordnet, was heißt, dass man sie bei Dämmerung und bei Nacht eigentlich nicht verwenden sollte. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt nicht so große Einschränkungen hatte während der Nachtfahrten bzw. während meiner Abendfahrten und ich trotzdem relativ gut gucken konnte. Zudem ist das Glas polarisiert, was manchmal schwierig sein kann, wenn man ein Tacho hat oder irgendwie sein GPS-Gerät am Fahrrad festgemacht hat, wodurch manchmal der Bildschirm nicht so gut sichtbar ist, aber das war bei der Brille auch gar kein Problem. Wie ich am Anfang kurz erwähnt hatte, habe ich mir zusätzlich zu der zum normalen Glas noch ein dunkleres Glas geholt, was in die Kategorie 4 eingeordnet wird und das kann man relativ einfach tauschen. Das zeige ich euch jetzt mal im nächsten Schritt. Der Wechsel der Gläser ist eigentlich relativ einfach. Ich muss hier gestehen, dass ich am Anfang etwas Schwierigkeiten hatte. Habe dann aber in der Bedienungsanleitung geschaut und da ist das wirklich relativ einfach erklärt. Und wenn man sich das vorher angeguckt hätte, dann ist der Wechsel auch kein Problem. Somit zeige ich euch jetzt einfach mal kurz, wie das geht. Ihr fasst hier oben an, zieht das hoch und dann löst sich das Glas auch schon. Dann müsst ihr es einfach nur nehmen und nur noch rausziehen. Im nächsten Schritt macht ihr es quasi umgekehrt, dass ihr das Glas halt von unten reinsetzt. Müsst ihr schauen, dass es auch richtig in den Einkerbungen sitzt, damit es auch wirklich hält am Ende. Und dann quasi nur noch den oberen Teil drüber ziehen. Ein bisschen nachjustieren. Und schon habt ihr das Glas aufgetauscht. Also wie ihr seht, das funktioniert innerhalb von 30 Sekunden. Ich habe die Gläser der Brille jetzt wieder getauscht, da ich aktuell die dunklen Gläser nicht wirklich brauche. Jetzt im Herbst scheint die Sonne ja doch nicht so hart, dass das nötig wäre. Ich komme jetzt noch mal kurz zu ein paar weiteren Eigenschaften. Wie ihr hier sehen könnt, hat die Brille sowohl gummierte Nasenbügel als auch gummierte Bügelenden, was für einen perfekten Halt und für einen wirklich angenehmen Tragekomfort sorgt. Was bei dem Nasenbügel auch noch ganz gut ist, dass der halt individuell verstellbar ist, sodass ihr ihn auch wirklich anpassen könnt und keinen Druck auf der Nase habt. Ein weiteres Zubehörteil, was Naked Optics liefert, ist die Trageschlaufe, die ihr ganz einfach hier hinten am Bügelende drüber zieht. Müsst ihr mit ein bisschen Kraft machen, aber hält dann auf jeden Fall auch fest. Könnt ihr auf beide Seiten machen. Somit habt ihr relativ viel Sicherheit, dass ihr die Brille nicht verliert, wenn ihr zum Beispiel mal kurz vom Fahrrad absteigt und eure Brille abnehmen wollt, könnt ihr sie einfach am Hals baumeln lassen. Oder zum Beispiel auch bei Wald- oder Schotterfahrten,
falls die Brille runterrutschen sollte, was eigentlich nicht passiert, da sie relativ fest sitzt, allein durch die beiden gummierten Enden hier an den Bügeln und auch an der Nase. Aber ich kann hier mal ein bisschen schütteln. Und wie ihr seht, es bewegt sich nichts. Er sitzt genauso fest wie vorher. Merkt ihr auch, wenn ihr hier dran zieht? Ich meine, kann man vielleicht sehen, dass sich das Gummi relativ doll spannt. Also auf jeden Fall top und ein gutes Zusatzteil. Zum Ende, ihr könnt euch einfach selbst entscheiden, ob ihr die Brille jetzt quasi einfach nur so in das Etui packen wollt. Hier gibt es noch zwei extra Fächer, wo ihr das Schutzglas reinpacken könnt. Trageschlaufen einfach mit rein. Passt perfekt. Vielleicht hört man das auch. Etui ist relativ hart, sodass die Brille auch geschützt ist, wenn sie zum Beispiel in der Tasche ist. Ihr könnt aber alternativ auch, wenn euch das ein bisschen zu groß ist. Ich muss sagen, meine Fahrradtaschen sind relativ klein. Vor allen Dingen die Oberrahmtasche und Lenkradtasche. Passt das Etui schwierig rein, deswegen habe ich meist lieber so ein kleines Säckchen dabei. Kann die Brille da reinpacken und einfach so mitnehmen. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie es euch am besten passt. Mein Fazit zur Brille lohnt sich auf jeden Fall, ist für 105 Euro mit dem Extraglas auf jeden Fall etwas teurer, aber dafür hat man halt auch super viele Features. Nicht nur, dass die Brille bis zur Seite abgeschlossen ist, halt auch das Schweißband, die gummierten Enden, die zusätzliche Trageschlaufe und auch einfach eine schöne Optik. Wem das Pink nicht gefällt, der kann die Brille natürlich auch in einer anderen Farbe besorgen. Und es gibt auch verschiedene Gläserfarben, die man dazu auswählen kann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, welche Fahrradbrillen ihr gerade benutzt. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.